Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum aktuellen Neu-1-Journal. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die MVVG in Waren-Müritz bietet bei allen Bussen der Nationalparklinie schon länger die Möglichkeit, sein eigenes Fahrrad mitzunehmen. Aufgrund hoher Nachfrage befinden sich seit kurzem 4 weitere Fahrradhänger für Busse im Einsatz. Wir waren im Rahmen unseres Magazins Wirtschaftsfenster MV vor Ort. Wer von Waren aus in die Weiten des Müritz-Nationalparks startet, hat gern sein Fahrrad mit dabei. In den vergangenen Jahren transportierte die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft jährlich zwischen 10 und 12.000 Fahrräder. Mit dem Start des Angebots Müritz rundum sind diese Zahlen jedoch rasant angestiegen. Seit April können Übernachtungsgäste an der Müritz bestimmte Buslinien per Kurkarte kostenlos nutzen. Gegen eine geringe Gebühr ist auch die Fahrradmitnahme möglich. Zu Spitzenzeiten, etwa an langen Wochenenden, gerieten die Fahrradanhänger bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Nun sind seit kurzem 4 zusätzliche Anhänger im Einsatz. Unterstützt wurde die Anschaffung vom Verkehrsministerium mit 60.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Gefördert werden die Anhänger mit 75%. Ein Anhänger kostet 15.000 Euro, also auch nicht ganz wenig bei der Anzahl 4. Insofern sind wir natürlich froh, dass es hier auch ein wirtschaftlicher Aspekt ist, der dann dazu beiträgt, dass die Linie auch zu einem Erfolg wird. In der aktuellen Saison sind nun täglich 9 Fahrradanhänger im Einsatz. Die neuen Anhänger bewegen sich unter anderem auf der Nationalparkroute, aber auch im Pendelverkehr zwischen Waren und Neubrandenburg. Es sind Anhänger der neuesten Generation, die auch den Job von Bodo Modehack vereinfachen. Er und seine Busfahrerkollegen müssen beim Aufladen der Fahrräder nur noch selten Unterstützung leisten. Es ist einfacher geworden, nicht mehr so kompliziert mit den Schnallen und dies und das. Man stellt es rein und ist fest, Bügel hoch und das Fahrrad steht sicher. Neben der sicheren Verwahrung der Fahrräder stand auch die Sicherheit der Fahrgäste am Anfang aller Überlegungen im Mittelpunkt. Daher lassen sich die neuen Fahrradanhänger nun grundsätzlich von der fahrbahnabgewandten Seite bedienen. Das heißt, Fahrgäste und auch Fahrer können ganz sicher dann die Fahrräder auf- und abladen. Trotzdem haben wir es geschafft, 16 Plätze zu schaffen für die Fahrräder auf dem Fahrradanhänger. Ganz wichtig war für uns auch das Thema E-Bike. Was bis jetzt nicht zu 100% funktionierte, ist also jeder Platz geeignet für ein Tourenrad, auch für ein Elektrobike. Wir haben auch für unsere Fahrer und für die Fahrgäste eine Beladehilfe installiert auf dem Fahrradanhänger. Zudem sind die Neuanschaffungen leichter als Modelle älteren Typs, sparen somit Diesel, verursachen weniger Emissionen und schonen die Umwelt. Wichtig für eine Region, die vor allem mit ihren Naturschönheiten um Gäste werben kann. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Dem Leistungssport in Mecklenburg-Vorpommern droht ein schwerer Rückschlag. Unter anderem sollen die Bundesstützpunkte für Kanu-Rennsport und Triathlon in unserer Vitore-Stadt einer Reform zum Opfer fallen. Am vergangenen Montag war Sportministerin Birgit Hesse bei den Neubrandenburger Kanuten zu Gast und informierte sich zur aktuellen Sachlage.
Kräfte bündeln, hieß es an der Kanu-Trainingsstätte des SCN am Oberbach. Mit im Boot Sportministerin Birgit Hesse. Es geht um viel dieser Tage, denn Neubrandenburg bangt um das Renommee als Sportstadt und die Unterstützung der Leistungszentren. Die vom Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer und dem Deutschen Olympischen Sportbund eingeleitete Leistungssportreform sieht eine Reduzierung der Bundesstützpunkte vor. In Neubrandenburg drohen die Bundesstützpunkte Triathlon und Kanurennsport der Reform zum Opfer zu fallen. Der Bundesstützpunkt Leichtathletik gilt zumindest bis 2020 als gesichert. Vom Grundsatz her ist es in der Tat nicht verkehrt, auch mal drüber nachzudenken, wie ist man aufgestellt, das auch mal zu evaluieren und zu schauen. Aber das, was im Ergebnis rausgekommen ist, also die 21 Stützpunkte, die man in Frage gestellt hat, vor allen Dingen auch aufgrund der Kriterien, die für uns alle schwer nachvollziehbar sind, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Entscheidung falsch. Das habe ich Herrn Seehofer ja auch mitgeteilt und bin auch allen Verantwortlichen hier am Standort, aber auch in Rostock, Warnemünde, aber auch Herrn Evers als Leiter unseres Olympiastützpunktes sehr dankbar. Natürlich auch den Landessportbund, dass sie diese Einschätzung auch teilen. Und es ist jetzt an uns, laut zu werden und das auch gegenüber Berlin so kundzutun. Neubrandenburg fehlen die Kanu- und Triathlon-Olympiasieger, um im aktuellen Bewertungskatalog Punkte zu sammeln, räumt Heinrich Nostheide, Präsident des Sportclubs Neubrandenburg, ein. Erste Plätze dürfen jedoch nicht der alleinige Maßstab sein, kritisiert Sportministerin Hesse die Auswahlkriterien des Bundesinnenministeriums. Mit dem Wegfall der Bundesstützpunkte stehen neben der Nachwuchsarbeit und der Talentsichtung im Nordosten auch die gewachsene sportliche Infrastruktur der Stadt Neubrandenburg auf dem Spiel, lautet der allgemeine Konsens. Ja, der SCN würde sich zurückentwickeln, würde wahrscheinlich ein ganz normaler Breitensportverein sein. Das ist jetzt nicht das Problem, aber es wären eben in der Region keine Spitzensportler mehr da. Ich würde sagen, es steht sehr viel auf dem Spiel. Es geht um die Nachwuchsarbeit, es geht darum, Perspektiven hier zu bieten am Sportstandort Neubrandenburg. Wir von städtischer Seite haben alles dafür getan, bei allen Gremien dafür zu sorgen, eben diese Stimmung zu produzieren. Nein, das darf nicht passieren, dass Stützpunkte in Frage gestellt werden. Ich fand es sehr gut und sehr positiv, dass die Ministerin landesseitig sich auch so positioniert hat und gesagt hat, diese drei Sportarten gehören zum Standort Neubrandenburg und sie wird ebenfalls alles dafür tun, dass das so bleibt. Ich habe schon großes Vertrauen darin, dass man auch noch mal umdenkt. Auch nach dem, was wir alle zugearbeitet haben, was auch unser Landessportbund noch mal zugearbeitet hat, was aber auch die einzelnen Stützpunkte noch mal gezeigt haben und natürlich auch Athletinnen und Athleten, die sich auch noch mal stark gemacht haben. Also ich hoffe, dass in der nächsten Woche mit dem ganzen Theater Schluss ist. Anfang November tagt die Sportministerkonferenz in Saarbrücken. Dort soll es gelingen, das Ruder rumzureißen und den Sport in Neubrandenburg auf Spitzenniveau zu halten. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Frauen zahlen für alle Waschprogramme 10% weniger. Renninger. Alles für Ihr Auto. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, 5-mal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu1.
Liebe Zuschauer, es ist wieder Pilzsaison. Passend dazu zeigen wir Ihnen jetzt einen Beitrag aus dem vergangenen Jahr. Worauf sollte man beim Sammeln achten? Wie unterscheide ich giftige von nicht giftigen Pilzen? Fragen, die einer ganz bestimmt beantworten kann, Pilzexperte Udo Hopp. Meine Kollegin Judith war mit Ihnen in Lüttenhagen nahe Feldberg zum Pilzesammeln verabredet. Hallo liebe Zuschauer, heute bin ich einmal im Wald unterwegs, weil es ist ja wieder Pilzzeit. Ich treffe mich heute mit dem Pilzsachverständigen Udo Hopp. Hallo Herr Hopp. Einen wunderschönen Morgen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Pilzexperte zu werden? Nun, ich habe mich schon eigentlich seit meiner Kindheit mit Pilzen beschäftigt, durch meine Großmutter, meine Eltern. Aber als ich dann in der Station junger Naturforscher gearbeitet habe, kamen sehr viele Urlauber, um ihre Pilze vorzustellen. Und hier muss doch einer das können und muss wissen, wie die Pilze aussehen. Und dann habe ich mich entschlossen, mich weiterzubilden und habe dann 1981 die Prüfung als Pilzberater gemacht. Und seitdem bin ich Pilzberater hier in Mecklenburg. Okay, super. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir heute hier so finden. Nun, wir brauchen gar nicht weit zu laufen. Wir haben hier schon am Wegesrand stehen den rosa Rettichhelmling. Eine Art, die man häufiger findet. Ein giftiger Pilz. Den sollte man nicht essen. Er riecht nach Rettich, nach Porree. Und daran kann man ihn gut erkennen. Man müsste aufpassen, wenn man einen Lacktrichterling findet, dass man die beiden nicht verwechselt. Das mit dem Verwechseln ist halt nicht ohne Risiko beim Pilzesammeln. Wir sind noch gar nicht weit den Weg entlang, hier in diesem herbstlichen Waldstück bei Feldberg. Da findet das geübte Auge des Profis schon die nächsten Pilze. So, hier haben wir dann, denke ich mal, zwei Champignons. Wir nehmen den mal. Wenn wir Champignons finden, dann schauen wir uns die Blätter an, dunkel. Wenn sie jung sind, sind sie meistens grau bis rosa. Ja, das ist ein schiefknolliger Anis-Champignon. Da erkennen wir daran, dass er gelb wird, wenn wir daran reiben. Und er riecht dann auch recht angenehm. Ich sage immer, der riecht nach Marzipan. Ja, und gibt es jetzt da auch giftige bei den Champignons? Ja, es gibt einige, die Gruppe der Carbol-Champignons. Die erkennt man aber verhältnismäßig leicht, wenn man weiß, man muss die Knolle nur anschneiden. Und wenn die dann leuchtend gelb wird, diese Schnittstelle, dann hat man in der Regel einen giftigen. Mhm. Kann man auch, wenn man gerieben hat, merkt man, dass der Geruch nicht sehr angenehm ist. Carbol, Holzanstrich, wer weiß schon so, wie Carbol riecht. Aber hier ganz deutlich ein Anisgeruch. Vielleicht sollte ich auch gleich noch etwas sagen. Oft wird gefragt, Pilze herausdrehen oder abschneiden. Ich habe den eben herausgedreht, um zu demonstrieren, dass hier die Knolle sehr wichtig ist bei der Pilzbestimmung. Wenn wir nämlich den Pilz so abschneiden, dann ist das wichtigste Erkennungsmerkmal noch in der Erde. Und wenn Sie so zur Pilzberatung kommen, dann sage ich Ihnen immer, das ist kein Pilz. Okay. Und die meisten fragen dann, wieso? Ich sage, nee, es ist ein Pilzstück. Und Pilzstücke werden nicht bestimmt. Es werden nur Pilze bestimmt. Gilt besonders für Blätterpilze. Deswegen also immer herausdrehen. Aber wenn Sie wissen, was da steht, ist es egal, ob Sie ihn abschneiden oder herausdrehen. Wenn Sie wissen, da ist ein Steinpilz, den kann ich abschneiden, dann ist das okay. Aber wenn er bestimmt werden muss, muss immer der ganze Pilz da sein. Wie wohl viele kenne auch ich den ein oder anderen Pilz und lasse natürlich lieber stehen, was ich nicht so genau kenne. Hier gibt es derzeit allerdings so viel zu entdecken, dass es wirklich ideal ist, einen Fachmann direkt zur Seite zu haben, um einfach neugierig nachfragen zu können. So, dann wollen wir mal gucken, was Sie da Schönes gefunden haben. Den nehmen wir zuerst. Das ist ein Reifpilz. Sehen Sie hier oben, das sieht so aus, als hätte es gereift draußen, ja. So weißlich. Man nennt ihn auch Zigeuner, weil er mal so ein bisschen unordentlich ist, aber ich denke mal, Reifpilz trifft ein guter Speisepilz. Da haben wir einen Rotfußröhrling. Ein Rotfußröhrling muss nicht immer einen roten Fuß haben. Wichtig ist, dass er hier unter der Huthaut rötet. Da, wenn man die verletzt, da unter ist immer ein roter Rand. Es gibt aber auch einen falschen Rotfußröhrling, der hat kein Rot. Auch ein guter Speisepilz, man darf ihn aber nicht lange liegen lassen, der verschimmelt bald. Mhm. Dann haben wir... Oh,
Ja, das ist ein Pilzstück. Kein Pilz. Da fehlt das Wichtigste. Aber wir werden den sicherlich hinterher nochmal finden. Das ist ein gelber Knollenblätterpilz. Die dürfen mal dran riechen. Man erkennt ihn sehr gut am Geruch. Wie Kartoffelkeller. Wenn Sie Kartoffeln kaufen, Kartoffelkeller hat heute nicht jeder, aber wenn man einen Beutel Kartoffeln kauft, riechen Sie mal dran, das riecht so wie Kartoffelkeller. Ja. Dann habe ich hier etwas, da ist ein ganzer Pilz. Eine Knolle, die abgesetzt ist. Das ist ein Pantherpilz, ebenfalls ein giftiger Pilz. Hier ist ein zweiter dazu. Da ist die Knolle immer abgesetzt. Man kann ihn mit dem Perlpilz verwechseln. Der Perlpilz hat aber immer einen rötlichen Schimmer und hat hier keinen abgesetzten Stiel. Da zwar eine Verdickung, aber glatt im Übergang. Dies ist der giftige, der Pantherpilz. Recht und was giftig. Ist das für eine? Die sieht jetzt ja nicht so schön aus. Das ist eine Herbsttrompete. Man nennt sie auch Totentrompete. Diese mit dem dunklen ist etwas überständig. Wollen wir mal gucken, ob wir noch ein paar kleinere hier finden. Da haben wir eine, so sieht sie aus. Bisschen, wenn es auch sehr trocken draußen ist, dann ist sie so graubraun. Immer hohl innen, das muss man wissen. Und da sollte man beim Zubereiten auch dran denken, immer nachgucken, ob da irgendwelche Untermieter drin sind, die mitgekocht werden würden. Das sollte lieber nicht machen. Da habe ich hier noch was, schauen Sie. Ja. Ein Semmelstoppelpilz. Sie sehen die Stoppel unter? Von oben sieht er aus wie ein Pfifferling. Aber ein Pfifferling hat Leisten und das ist ein Semmelstoppelpilz. Ganz alte werden etwas bitter, aber ansonsten ein guter Speisepilz. Bei meinem nächsten Fund kann nun zur Abwechslung auch ich mit meinem Wissen glänzen und den Pilz beim Namen nennen. Herr Hopp? Ja. Ist das hier ein Steinpilz? Ja, das ist ein Steinpilz. Leider schon ein bisschen, denke ich mal, zu weit. Aber die Steinpilze, die Röhrenpilze sind die Pilze, die für den Anfänger wohl das Beste sind. Der Steinpilz sowieso einer unserer besten Speisepilze, unserer begehrtesten Speisepilze. Aber dieser hier, wenn Sie den finden und der steht da schon und man sieht, der ist schon ziemlich groß, passen Sie einmal so rüber und machen so. Wenn der so bleibt, würde ich ihn schon immer stehen lassen. Der ist schon überaltert. Den lassen wir lieber im Wald. Wenn er fest ist, noch frisch, dann kommt er wieder in die alte Form zurück. Ne? Ein sehr schönes Exemplar, aber leider doch etwas zu alt und wahrscheinlich der Stiel auch schon madig. Okay. Naja, schade. Man glaubt es kaum, aber auch ein alter Pilzhase wie Udo Hopp kann immer wieder noch Neues entdecken. Das ist nun ganz was Seltenes. Den habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie gefunden. Das ist eine breitblättrige Glucke. Hier könnte man noch sagen, dieses kleine Stück, eine Krauseglucke kennt ja jeder. Das sieht so ähnlich aus, aber auch nur so ähnlich. Eine breitblättrige Glucke. Ein seltener Pilz in unserer Region. Wie gesagt, für mich das erste Mal in über 40 Jahren habe ich den vorher noch nie gefunden. Also lernen Sie in den ganzen Jahren nicht aus, ne? Bei so einem Pilzen kommen ja immer mal wieder. Dies Jahr schon der dritte Neufund, der dritte Pilz, die dritte Art, die ich zum ersten Mal sehe. Er soll essbar sein, aber ich denke mal, ich werde ihn nicht essen. Den müsste ich erst noch ein paar Mal fotografieren. Das ist wirklich was Besonderes. Bin ich sehr froh, dass ich sowas mal gefunden habe. Jetzt führt uns abschließend der Weg zu den Heiligen Hallen. Was spannend mystisch klingt, steht für eines der ältesten Naturschutzgebiete in unserer Region. Ein uriges Stück Wald und ein Siedlungsraum für unzählige Pilze, die ich noch nie gesehen oder zumindest nie beachtet habe. Was ist das jetzt für ein Pilz? Hier haben wir einen ganz typischen Pilz für die Heiligen Hallen, einen Holzzersetzer. Das ist der Korallenstachelbart oder auch Eiskoralle genannt. Ein Pilz, der wirklich auffällt und hier so in dieser Menge nicht überall vorkommt.
Und den könnten wir jetzt einfach mitnehmen nach Hause? Würde ich hier nicht unbedingt empfehlen. Wir sind im Naturschutzgebiet und da sollte man also alles im Naturschutzgebiet lassen, auch die Pilze. Obwohl man, wenn man ihn woanders findet, solange er weiß ist, ist er essbar. Ob essbar oder giftig, hier in diesem beeindruckenden Naturraum wird einem schnell klar, dass Pilze nicht eine kulinarische Ergänzung auf unserem Speiseplan oder Nahrung für Tiere sind. Vielmehr sind sie wichtiger Teil des natürlichen Lebenskreislaufs im Ökosystem. Gibt mir Udo Hopp abschließend noch mit auf den Weg. Ja, besonders im Wald merken wir das. Es gibt Pilze, die mit Bäumen in Gemeinschaft leben, die Mykorrhiza-Pilze, die sorgen dafür, dass die Bäume gut wachsen können. Dann gibt es aber die Parasiten, die anfangen, den Baum zu zersetzen, besonders die Wundparasiten wie Hallimasch und Riesenporling sind da zu nennen. Ja, und dann gibt es die Endzersetzer, die dafür sorgen, dass aus dem Baum mal wieder Humus wird und wieder neue Pflanzen drauf wachsen können. Okay, das war echt interessant mit Ihnen, Herr Hopp. Ich werde mich auf jeden Fall am Wochenende mal in den Wald begeben. Na? Jetzt müssen Sie mich aber auch wieder rausführen. Dann gehen wir in die Richtung. Okay. Wen es nun auch in den Herbst- und Pilzwald zieht, der sollte nur sammeln, was wirklich bekannt ist oder sich an einen Pilzberater wenden. Im Zweifel muss eben nicht alles in die Pfanne, sondern kann auch einfach nur in natürlicher Vielfalt und Schönheit bewundert werden. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Das war es leider schon wieder. Das neue Einschjournal ist mal wieder am Ende angelangt. Eine neue Ausgabe sehen Sie nächsten Freitag hier an dieser Stelle. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.